hier morgen noch einmal aus der Zona Bananera hier in Kolumbien. Hola! 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 Jo, das geht ja schon mal gut los. Wir waren gestern noch in Santa Marta bis nachts unterwegs. Paul weiß auch mal wieder nicht mehr alles. Was ist das? Ah, Paul, dir geht's gut, ne? Ja, aber ich weiß auch alles. Ja. Also ich weiß alles. Er denkt. Huacamayaya heißt die Stadt hier. Und liegt hier eben mitten im Bananenanbaugebiet. Heute ist unser letzter Tag in der Zone und deswegen haben sie ein kleines Fest vorbereitet. Ihr seht doch hier gerade mal. Cuba Mark, das ist die Kooperative und eben hier Fairtrade. Die ganz verschiedenen Kooperativen, also Kleinbauernverbände, sind heute nochmal hier, spüren was auf. Nachher spielen wir auch noch Fußball. Bei der Hitze. Und ein paar Fotos machen wir heute hier auch noch. Sport wird ja auch noch einiges gespielt, wie ihr sehen könnt. Estos invitados especiales. Muchos, muchos gracias. Ich möchte im Namen von uns allen vier sagen, dass wir wahnsinnig gerührt sind für diesen ganz herzlichen Empfang. Vielen, vielen Dank. Muchísimas, muchísimas gracias. Wir haben jetzt zwar nicht mehr Fußball gespielt hier, aber es ist ja auch unmöglich gewesen, wir sind jetzt die ganze Zeit hin und her mit allen Fotos gemacht, alles angeschaut, was die ganzen Kooperativen hier nochmal uns hier zum Abschied präsentiert haben. Das war echt krass, aber damit sind wir auch wirklich fertig. Und damit war es das hier aus Santa Marta. Wir haben gerade einen ausgecheckt in unserem Hotel hier. Casa Isabella war richtig cool da. Und das hier ist jetzt unser Bus, der hoffentlich nicht ohne mich fährt. Ja, close call, ne? Und hiermit fahren wir jetzt ins 4-5 Stunden entfernte Cartagena. Puh, hier eine kurze Pause. Ja, so sieht praktisch eine Raststätte hier in Kolumbien aus. Also direkt einfach neben der Straße sind so ein paar kleine Stände, an denen man was kaufen kann. Natürlich wie überall auf der Welt. Das ist hier auch Coca-Cola. Und was ich ganz interessant finde, auch hier werden Bananen verkauft, aber schaut ihr euch mal an, die kommt auch hier von den Plantagen, aber die wird aussortiert und eben nicht in die USA oder nach Europa exportiert. Wir haben ja bei uns die EU-Regeln und die besagen, wie krumm eine Banane sein muss. Die hier ist viel zu gerade und damit nicht gut genug sozusagen für den europäischen Markt, wird aussortiert, aber dann eben einfach hier im Inland in Kolumbien verkauft. Hier, Daniel hat sich auch schon eingedeckt mit Banane. Ja, gerade Banane. Auch zu gerade, ne? Ja. Gerade Banane. Dann die zweite nach Cartagena. There's a place higher than this, higher than this, higher than this. When I saw you without me, thought of another half serenity. I wanna take you to better places. Herzlich willkommen in Cartagena! Daniel, komm! So schnell alle Koffer rausholen. Da ist eine Schlange hinter uns. Ja, das ist Paul. Ja, das ist Paul. Paul muss aus dem Bus raus. Paul? Wir haben eine Schlange von 1 Million Autos hinter uns. Oh. Dessen war ich mir jetzt nicht bewusst. Jawohl. Oh mein Gott. So. Bye, bye. Okay. Und du hast alles raus, ne? So, ja, okay. Wir haben alles. Und wir haben auch Paul. Langgekommen. Geil. Tag. Tag. Willkommen zu Getsemani. Silvias Heimatstadt. Stimmt, das hier ist Silvias Heimatstadt. Willkommen. Herzlich willkommen. Also wir sind jetzt irgendwo hier ausgestiegen, aber unser Hotel ist doch gar nicht genau hier. Hier geht's durch? Ja. Sieht aus dem Fenster. Ja. Okay, ey. Rach mal, wo mein Zimmer ist, Leute. Hier oben. I like it. Okay. Oh, nice. Flowers, but over here. And this is the key. Thank you very much. You're welcome. If you need anything, my name is Karen. Nettes Zimmer auf jeden Fall, aber wir haben heute Abend in der Stadt noch was vor. Es ist echt gar nicht so leicht, hier runter zu gehen. Vor allem, wenn man noch einen Rucksack hat. Aber wir haben's. Denn nachdem wir jetzt schon einiges gutes Kolumbianisches gegessen haben hier auf dieser Reise, werden wir diesmal selbst kochen. Hi, Paul. Hallo. Hallo.
Bist du hier in Kolumbien? Ja, genau. Nee, in Kolumbien schon ein bisschen länger, in Cartagena 17 Jahre. Okay, der 17 Jahre bist du hier. Ja, und bist du eigentlich bis mal in den 90er Jahren hier rumgereist? Fand das eigentlich ganz cool? Ja, ja, genau. Und so bin ich dann letztendlich hier gelandet. Ja, ich war dann wieder zurück in Berlin und habe einen Kumpel getroffen, der hat hier eine Bäckerei gehabt und dann haben wir zusammen ein Restaurant aufgemacht. Genau so. Jetzt bist du hier gerade umgezogen, ja, frisch hier eingezogen. Wir dürfen gerade mal in die Küche reingucken. Ja, die wird gerade gearbeitet, oder? Mhm. Machen für euch die Vorspeise jetzt. Sind Auberginenröllchen gefüllt mit einer Masa. Kommen Sie auch mal an Masa? Das ist eine Kochbanane, gekocht und püriert. Ah, okay, das ist Kochbanane püriert? Ja, genau. Ah, okay. Ja. Und dann machen wir ein bisschen Käse mit rein. Da bekommt ihr dann danach. Ja, moin. Licht ist aus. Ne? So, dann haben wir Hände gewaschen hier und währenddessen ging einfach mal der Strom hier aus. Habt ihr jetzt häufig, dass der Strom einfach aus? Da kann schon mal passieren, ja, genau. Habt ihr mal ausgebreitet, ja? Ja. Macht mal ein bisschen mal drauf hier. Was ist alles da drin? Kochbanane als püriert? Kochbanane, dann gibt es hier eine kleine Chilischote. Okay. Die ist aber nicht scharf. Ja. Die schmeckt nur nach Chili, aber ist nicht scharf. Und dann ist drin ein bisschen Frischkäse, dann ist drin Cilantro, also Koriandergrün. Da ist ein bisschen Oregano drin, Thymian, Pfeffer, Salz. Und dann machen wir weiter hier. Zack, rollst du einfach zusammen, zack, zack, zack. Was ist das hier? Das ist Käse. Ach, Käse? Ja. Ich dachte gerade, welche Frucht das hat. Ja. Aber falls ihr ein paar Früchte kennenlernen wollt, habe ich an der Bar. Ja. Können wir da auch gleich nochmal gucken. Sehr gerne, sehr gerne. Mal probieren. Na wirklich, super. Ja, Profikoch Felix, ja. Ja. Also erstmal mega Essen gestern gewesen. Wir hatten in jedem Gang hatten wir Bananen drin, einfach auf die verschiedensten Arten und Weisen. In Deutschland kennen wir Bananen ja einfach nur so als Bananen halt. Aber hier aus Kochbananen gibt es halt so viele, das ist eigentlich wie Kartoffeln fast schon, ne? Gibt es frittiert und Püree. So mit bisschen süß, so paniert so halt noch so, voll geil. Hat der Lars schon richtig fett gemacht? Also ich habe ja auch mitgeholfen. Ja, ne? Also eigentlich alles. Ja. Hab ich gut gestern gekocht eigentlich? Alter. Ja, es war super lecker. War gut, ja? Mega gut. Ihr seht, wir haben jetzt ein Helm am Start, unser allerletzter Tag hier in Cartagena. Und Silvia wird uns mal ein bisschen rumführen hier. Wir haben nur wieder 1 Milliarde Grad und Luftfeuchtigkeit 1000%. Wir sind nicht mal losgefahren, schon komplett verölt. Ja. Nee, wir können halt keinen Hut nehmen, weil wir haben ja hier, ja? Das geht nicht. Ja, nein. Warte. Ja, Bruder, wir haben nichts, kein Geld. Silvia hat uns schon beigebracht, das hier heißt kein Geld. Also dann wird hier andauernd angesprochen, immer hier einfach. Kein Geld. So oder so machen wir uns jetzt aber auf den Weg mit Tandems. Und ich weiß nicht, ob das gut gehen wird. Ich fahre mit Paula zusammen. Schwerend kommt dann noch dazu, muss ich sagen, dass wir gestern noch bis 5 Uhr morgens in der Piratenbar waren. Mhm. Die eine Mischung aus Live-Musik hatten und dann Spotify-Playlist, wo wir uns alles wünschen könnten. Also hat Paul einfach mal Rin angemacht. Für mich lief dann noch Blink 182, aber jetzt, schön Helm auf die, ne? Tip die First. Sieht schon scheiße aus, ne? Gestern hatten wir Piratenhelm. Kein vorne, Paul, ja? Ja. Ja, tut, genau. Wir waren heute ein Schulausflug, Klassenausflug heute. Ja. Oh, hier, jetzt dein Platz, ne? Ja, ich weiß. Okay, let's go. Uiuiuiui. Schau, das Rädchen. Ja, geht doch. Scheiße. Geht, du musst gleich. Okay, Leute. Muss los. Ich bin fertig. Wessen Idee war das nochmal, in der Mittagssonne in Kolumbien Fahrrad zu fahren? Wessen Idee war das? It was not my idea. Pauli's idea. It was your idea. Wir sind fertig hier von der Tour, aber wo sind wir eigentlich gerade hier? Silvia, du musst es erzählen. Wo sind wir hier? Nicht weglaufen! Silvia! Ja.
Alles klar. Danke für die Hilfe, Silvia. Wir sind in der Casa Cultura und das ist die einzige deutsche Sprachschule hier in Cartagena. Genau hier lernt Silvia seit 2 Jahren Deutsch. Zum Beispiel hier ist so ein kleiner Klassenraum. So sieht das hier aus. Zum Beispiel noch mit einer Deutschkarte. Das ist jetzt ein kleiner Raum, aber ein größerer. Aber dieselbe Karte hängt auch da hinten und das ist ganz cool, weil da konnte ich nochmal zeigen. Hier, Longboard-Tour. Da oben haben wir angefangen. Sind dann hier so durchgefahren. Zack, ich kann jeden einzelnen Ort kann ich hier sehen. Hier auch, weiß ich noch, haben so einen riesigen, unnötigen Umweg gemacht und dann wieder so zurück. Und am Ende hier nach Füssen, Schloss Neuschwanstein. Aber nochmal so Deutschland und Deutsch und die deutsche Kultur aus der Außenperspektive eines Südamerikaners hier zu sehen, fand ich nochmal sehr, sehr spannend. Wir haben uns hier auch noch unterhalten mit Lehrerinnen und der ganze Ort hier ist echt schön gemacht mit so einem Innenhof. Und tatsächlich das hier sind Bananenstauden, die ihr sehen könnt. Ja, also hier hängen die Bananen dran. Und wir waren auch nochmal kurz hier, um einfach Danke zu sagen an die Anita, die ist die Leiterin hier vom ganzen Institut. Denn die hat uns ganz viele Kontakte vermittelt, zum Beispiel zum Dokumentarfilmmacher, zu Lars, dem Koch von gestern. Hat uns ihre Schülerin Silvia hier als Dolmetscherin vermittelt. Wie lange hast du hier Deutsch gelernt? Vor 2 Jahren. Seit 2 Jahren? Ja. Sprichst auf jeden Fall schon sehr, sehr gut dafür. Willkommen in Casa Cultural Colombo Alemana. Hier habe ich Deutsch gelernt und wir haben auch Plantagen. Ja, ich habe schon gesehen, Bananen hier oben, ja. Bananen hier. Ich habe hier Ibis, meine Lieblings- Lieblingslehrerin. Lehrerin. Ja. Sie war meine erste Lehrerin. Ja, für A1 Kurs. Die Idee ist, dass wir einmal pro Monat die Casa Cultural ganz anders als es hier jetzt aussieht. Zum Beispiel, wir haben Projekttage, manchmal ist, was war das den letzten Projekt? Ein Krankenhaus. Krankenhaus das, wir haben die ganze Casa, genau, als ein Krankenhaus. Wir hatten auch als Uni, wir hatten auch als Bahnhof, Flughafen. Also krass. Ideal ist, dass die Schüler sich ein bisschen in Deutschland fühlen. Ja. Das ist aber voll cool. Es ist halt auch nicht nur, dass ansonsten nur Sprachkurse sind, sondern ihr macht ja auch Yoga-Kurse oder Fußballturniere, aber alles eben immer auf Deutsch. Und genau. Auch hier, was nächste Woche ist, Oktoberfest. Das macht ihr schon zum wievielten Mal? Ich glaube, seit ungefähr 8 Jahren. Seit 8 Jahren macht ihr Oktoberfest? Ja, genau. Und dann muss man da auch, wenn man Bier haben will, auf Deutsch bestellen, ne? Ja, klar, auf jeden Fall. Und auf dem Menü, für die Leute, die kein Deutsch können, die können zum Beispiel sagen, ich möchte Bier, bitte. Ja, das lernen sie auch durch den Das lernen sie schnell, ne? Ja, das geht schnell. Auch mit einem Glas Bier. Das glaube ich. Genau. Und dann ein bisschen bayerisch. Vielleicht so das beherrschende Ding hier in Kolumbien ist einfach dieses drückende Wetter. Ich bin durchgehend fertig, aber abseits davon war es wirklich mega cool. Eine extrem eindrucksvolle Reise, die sowohl was das angeht, was wir alles gelernt haben, was wir zum ersten Mal gesehen haben, draußen auf den Dörfern, auf den Bananenplantagen, die ganzen Menschen, die wir kennengelernt haben, die ganze Lebensfreude, die haben, Musik und Tänze, die sie aufgeführt haben und dann, was wir im letzten Video gesehen haben, im Wasserfall-Video, die ganzen sozialen Projekte, die von der Fairtrade-Prämie bezahlt werden. Das war einfach auch schön zu sehen, weil man da halt sieht, okay, dafür ist Fairtrade halt wirklich da, das bringt es. Und das auf so einer persönlichen Ebene zu erfahren und dass ich das auch so vielleicht an euch ein bisschen mitgeben kann, finde ich eine gute Sache und freut mich und ich hoffe, dass es auch so rüberkommt für euch, dass es für euch hier spannend war, dass ihr vielleicht was Neues gelernt habt und nebenbei so ein bisschen kolumbianische Kultur, ein bisschen Kolumbien allgemein für euch zu sehen. Das war jetzt nochmal unser letzter Tag hier in Cartagena, bevor wir jetzt in 2 Stunden schon zum Flughafen rüber müssen. Aber auch der war nochmal jetzt hier richtig verrückt, mit unseren beiden Tandems hier durch die Straßen zu rasen, so durch den Verkehr durchzuschlängeln. Ist eigentlich ein Wunder, dass nichts passiert ist. Wir hatten ja Helme auf, ja? Mhm. Wir waren ja immer safe. Da haben wir nicht nur die körperliche Belastung nochmal auf einen Höchststand getrieben. Ich weiß nicht, wie unser Körper überhaupt jetzt noch mitmacht. Wir haben die letzten Nächte kaum geschlafen, weil wir natürlich auch ein bisschen das Nachtleben hier nochmal kurz erforschen wollten. Der eine intensiver, der andere weniger intensiv. Ich bin auch selbst gerade nicht mehr ganz 100% klar im Kopf, muss ich ehrlich sagen. Deswegen, bevor ich mich jetzt hier noch verliere in dem allem, was ich sage, komme ich zu einer wichtigen Sache, denn während wir hier nochmal direkt vor Ort mit unseren Videos in Kolumbien aufmerksam gemacht haben auf das Thema Bananen, Fairtrade-Bananen, gab es in Deutschland parallel auch eine Schulaktion. Es gibt in Deutschland nämlich über 500 Fairtrade-Schools. Das heißt Schulen, die allgemein Fairtrade-Projekte machen oder zum Beispiel auch in ihrer Mensa Fairtrade-Produkte haben. Und 50 von denen haben auch eigene Bananenaktionen auf die Beine gestellt, wo sie darüber informiert haben, wie Bananen überproduziert werden, warum Fairtrade wichtig ist und so weiter. Die waren alle ziemlich cool. Mehr Infos dazu findet ihr auch in der Beschreibung. Jeder dieser 50 Schulen... Wow. Oh, nein. Hilfe! Oh. Habt ihr alle? So, okay. Gut, haben wir alle wieder am Start? Ja, auf jeden Fall. Wow. Hier liegt keine rum, ja? Alle wieder am Start. Denn wir losen jetzt noch eine Schule aus, die eine riesen Bananenladung, natürlich Fairtrade-Bananenladung, für die ganze Schule bekommt. Silvia, ich habe es gerade schon verkackt, ja, aber du hast jetzt die Ehre, hier zu ziehen, wer von denen welche Schule es bekommt. Okay. Hast du? Ja. Kannst du aufklappen. Und? Schule am Meer in Büsum. Die Schule am Meer in Büsum hat gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Kommt eine riesen Bananenladung. Kommt jetzt direkt zu euch. Könnt auch ein paar Autogramme da reinpacken und so weiter, wenn ihr das möchtet. Aber das ist eigentlich ganz passend, weil wir sind jetzt ja auch am Meer gerade hier. Am Karibischen Meer in Büsum, so an der Nordsee, war ich auch mal. Es ist alles so, hier ist es so extrem heiß, ne?
Und Büsum habe ich so in Erinnerung, es ist kalt. So, ich war halt auch nur, glaube ich, im Winter da und dann peitscht der Wind rein, aber es ist alles total kalt. Ist aber auch geil. Ist mal gemütlich, wenn man so eine dicke Jacke anhat. Hier hingegen alles extrem heiß. Die Welt ist schon sehr groß, sehr unterschiedlich. Aber mit solchen Sachen kommen wir uns dann so ein bisschen alle miteinander näher. Und das allgemein finde ich auch so ein bisschen, was Fairtrade einfach ausmacht. Es geht um die Menschen und es geht darum, dass wir alle miteinander auf der ganzen Welt zusammenarbeiten. Deswegen unterstütze ich das Ganze auch gerne. Noch einmal, wie immer, so Transparenz hier. Ich bin nicht irgendwie ein bezahlter Markenbotschafter für Fairtrade oder irgendwas. Ich kriege 0,0 gar kein Geld hierfür. Ich mache das einfach, weil ich Fairtrade selbst cool finde, coole Sache. Und ich glaube, mit diesen Videos können wir euch eben das Ganze ein bisschen näher bringen. Deswegen mache ich das sehr gerne. Und wir werden auch in 4 Wochen noch zu unserer letzten Reise dieses Jahr aufbrechen mit Fairtrade und zwar nach Indien. Und da würde es sich um Textilien bzw. um Baumwolle drehen. Und vielleicht hat das Ganze auch ein bisschen was mit Spielkind zu tun. Das erfahrt ihr dann aber alles natürlich in den nächsten Fairtrade-Videos. Für uns, wie gesagt, ist jetzt bald zum Flughafen Videos schneiden und irgendwann schlafen und überhaupt erstmal verarbeiten, was wir hier alles Krasses erlebt haben in Kolumbien. Vielen Dank euch fürs Zuschauen. Wenn es euch heute gefallen hat, dann drückt einen Daumen nach oben.